Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal eine ganz andere Location, denn ich sitze gerade am Auto mit Kaden. Genau, wir sind bei Schwiegermami auf dem Parkplatz und ich warte jetzt noch, bis der kleine Mann wach wird, dass wir dann hoch können. Und bevor das geschieht, habe ich gedacht, drehe ich spontan einfach mal ein aktuelles Schwangerschafts-Update Q&A. Wie ihr eventuell mitbekommen habt, ich habe jetzt auch meinen eigenen Instagram-Account, den blende ich euch hier unten ein. Und da haben mich einige Fragen erreicht, die ich auf jeden Fall auch beantworten möchte. Falls ihr mir noch nicht folgt, tut es auf jeden Fall jetzt, denn dort werdet ihr auch einiges über mich und die Schwangerschaft etc. erfahren. Ja, dazu wollte ich nochmal sagen, was eigentlich so mein Ziel mit dem Ganzen ist, was YouTube und Instagram betrifft. Und zwar ist es so, dass ich sehr, sehr gerne die ganzen jungen Mamis ranholen möchte, mit den Erfahrungen teilen möchte, meine Tipps weitergeben möchte, wo ich quasi mit Erfahrungen gemacht habe, sowohl gute als auch schlechte. Außerdem alles, was die Schwangerschaft betrifft, was die Geburten betrifft, beide. Die eine, die mir noch bevorsteht und die andere, die ich schon hinter mir habe. Alles, was es überhaupt betrifft, eine Mami zu sein, eine junge Mami zu sein, wie man Sachen gemeistert bekommt, etc. Ich möchte einfach alles mit euch teilen, sei es auch so, dass ihr keine Mami seid und auch keine werdende Mami. Es ist überhaupt nicht schlimm, so ist es auch gar nicht gemeint, dass nur Mamis dabei sein sollen. Ich für mich bin quasi für jeden Einzelnen von euch dankbar, der mich verfolgt, der mich unterstützt und mich supportet. Das wollte ich an dieser Stelle einmal loswerden. Seid auf jeden Fall gespannt, was euch noch erwartet. Ich habe ganz viel mit euch vor. Bevor ich es vergesse, schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, was ihr noch unbedingt sehen wollt, was ich drehen soll, was euch interessiert etc. Oder wie gesagt, schreibt mir auch auf Instagram. Ich werde auf jeden Fall mir die Nachrichten durchlesen, das ist klar. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Erste Frage, wie geht es dir zurzeit? Diese Frage erreicht mich ganz, ganz oft. Es ist tatsächlich so, dass ich ja anfangs beziehungsweise mit dem ersten Schwangerschaftsupdate so geschwärmt habe, was es betrifft, ja, voller Energie zu sein, voller Power, habe die Schwangerschaft so gelobt und geehrt etc. Mittlerweile ist es so, dass ich mich in dieser Woche in der 34. Schwangerschaftswoche befinde. Das heißt, es ist nicht mehr so lange bis zur Geburt und das merke ich. Es ist tatsächlich mittlerweile so, dass ich mehrere kaputte und müde Phasen habe, dass ich mich mehr ausruhen muss, nicht mehr irgendwie von morgens bis abends Aktivitäten durchführen kann, ohne irgendwelche Pausen zu benötigen. Ihr merkt es schon an meiner Stimme, ich bin auch richtig kurzatmig geworden. Sobald ich anfange mit dem Reden und etwas schneller rede, bleibt mir die Luft weg. Außerdem ist es so, dass ich in den letzten Tagen vermehrt Wadenkrämpfe bekomme, aber auch in den Zehen, also im Fuß und auch in den Fingern. Und das jetzt wieder vermehrt. Ich hatte öfter schon Probleme mit diesen Krämpfen, also auch unabhängig von der Schwangerschaft. Aber jetzt ist es wirklich extrem geworden. Das heißt, ich habe auch angefangen wieder mit dem Magnesium und das hochdosiert. Sonst habe ich auch jeden Tag Magnesium genommen. Da ist jemand wach geworden. Deswegen musste ich kurz unterbrechen. Aber was ich sagen wollte, seitdem das jetzt so schlimm geworden ist mit den Krämpfen, nehme ich jetzt höher dosiert Magnesium und das morgens und abends. Und ich muss sagen, dass es dadurch auch etwas besser geworden ist. Außerdem ist es so, dass beim letzten Frauenarzttermin bei mir ein Eisenmangel festgestellt worden ist, was zum Ende der Schwangerschaft hin wohl auch normal sein soll, weil die Kinder oder die Babys in dem Fall sich nochmal alles rausholen und ganz viel Blut brauchen und... Und es dann bei den Müttern zu einer sogenannten Anämie führen kann, also eine Blutarmut. Und deshalb muss ich diesbezüglich auch noch Eisentabletten nehmen, die ich jetzt auch morgens und abends nehme. Das hat sich auch noch geändert. Dann muss ich sagen, dass ich das Baby in den letzten 2-3 Wochen wirklich mega spüre. Also wirklich jeden Tritt, jeden Schluck auf, alles wirklich intensiv. Das war vorher nicht so. Das heißt, da scheint auf jeden Fall was gewachsen zu sein. Das heißt, ich bin auf jeden Fall gespannt, was beim nächsten Termin rauskommt, wie groß das Baby jetzt ist. Ja, zusätzlich muss ich sagen, dass das Baby wohl so gewachsen ist, dass ich jeden Tritt auch in der Blase spüre. Das heißt, ich muss öfter auf Toilette mittlerweile, werde ab und zu in der Nacht auch wach durch die Tritte,
kann aber Gott sei Dank wieder schnell einschlafen. Wozu ich auch gleich sagen muss, dass das gleichzeitig ein Unterschied zu Cadens Schwangerschaft ist, weil da war es nämlich so, dass ich kaum schlafen konnte nachts, also zum Ende hin. Ich musste ständig auf Toilette, ich hatte Schlafstörungen wirklich, also ich bin wach gewesen, hatte auf einmal wache Phasen, konnte nicht mehr einschlafen, also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich kann sofort wieder einschlafen in dieser Schwangerschaft. Merke die dritte, schlaf aber sofort weiter. Was sich noch geändert hat oder was noch neu ist, ihr wisst ja, dass ich versucht habe, regelmäßig Sport zu machen in der Schwangerschaft. Mittlerweile ist es so, dass ich das etwas reduzieren musste. Beim letzten Mal Workout durchführen, habe ich gemerkt, dass mich das richtig fertig macht. Also so ein paar Übungen haben mich schon richtig K.O. gemacht und waren auch wirklich anstrengend. Das heißt, das versuche ich gerade so ein bisschen zu reduzieren. Versuche es dennoch aber, dass ich ein paar Übungen mache, weil komplett aufhören möchte ich irgendwie nicht, solange ich noch kann. Da ist wohl jemand noch nicht ganz ausgeschlafen. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was momentan so aktuell gerade ist und sich geändert hat. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir bitte, bitte gerne in die Kommentare. Ich werde mir jedes Kommentar durchlesen und werde dann diesbezüglich nochmal ein Schwangerschafts-Q&A-Update machen. Außerdem würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr den Kanal oder auch meine Instagram-Page teilt mit, wie gesagt, Muttis, Jungmuttis, werdenden Muttis oder auch einfach Leuten, die Interesse daran haben, an dem, was ich zu erzählen habe, an dem, was ich tue und wie mein Alltag gestaltet wird, etc. Und gerne, gerne, gerne schreibt mir bitte auch, was ihr, wie gesagt, sehen wollt von mir, was euch interessiert. Ansonsten würde ich sagen, war es das an dieser Stelle mit diesem Video. Mein kleiner Schatz ist noch am Träumen. Wir gehen jetzt hoch zu Schwiegermami und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Wie gesagt, vergisst nicht, einen Kommentar zu schreiben, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, meine Lieben. Bye, bye.